wirklich ein Mentor zu sein. Wenn wir in den feinstofflichen Bereich gehen, wo man nicht drüber sprechen kann, was ist ein Mentor im Endeffekt noch? Weil wenn ein Mentor auf der einen Seite sein kann, dass er sprachlich, auditiv jemandem was sagt, ist es ja trotzdem so, dass eine feinstoffliche, spürbare Note noch dabei ist, wie Präsenz etc., Energie, die man jemandem gibt, aber allein durch Dasein, Existenz. Ja. Das heißt, da ist ja feinstofflich noch was dabei, was abseits von Sprache ist. Ja. Was für Aspekte siehst du da? Sehr, 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 sehr guter Punkt. Ich betone es deshalb so, manchmal fällt es mir auch schwer, Dinge, die ich fühle oder die energetisch irgendwie da sind, die in Worte zu fassen. Ich finde, reden, kommunizieren ist wichtig, aber es ist nicht alles. Es ist ein super wichtiger Punkt, aber nicht alles. Weil, wie du sagst, das kommt noch dazu, ein Mentor glaubt an dich und das spürst du. Und er pusht dich, weil er an dich glaubt und weil er sagt, hey, du traust dich nicht, du denkst, du kannst es nicht, aber du kannst es. Und das kann er dir in Worten während des Trainings zum Beispiel sagen. Er kann dich aber auch pushen, indem er, das ist so eine Energie, die reinfließt, indem er nicht negativ wird, zum Beispiel, wenn du was nicht hinbekommst, sondern sagt, gut, das war jetzt nichts, aber weiter geht's, so und so. Also, dass vielleicht er mit Humor nimmt und nicht auf diese böse Art und Weise kommt, weil die Energie dadurch positiv bleibt.